Doch ihre Sünden sind Ungerechtigkeit gegen den Gläubigen. Es ist das Verfolgen der Mängel und die Beabsichtigung, sie bloßzustellen. Doch Allah wartet auf sie. Ihm bleiben das Innere der Brüste und die Intrigen der Seele nicht verborgen. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die glauben, verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und im Jenseits. Dies, wenn sie die Verbreitung und Bekanntmachung lieben. Wie steht es dann um diejenigen, die die Verbreitung und Bekanntmachung übernehmen? Das heißt, er sagt hier, Allah Azza wa Jalla erwähnt, diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die glauben, verbreitet wird. Die lieben das, die haben nichts getan. Erst recht also werden diejenigen bestraft, die es verbreiten. Und deswegen gilt die Regel, du darfst nie einen Menschen bloßstellen. Nie. An-Nabi alayhi salam sagte, wenn jemand die Mängel der Menschen sucht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala bloßstellen. Das heißt, ein Muslim, wenn er sieht, okay, ein Mensch hat einen Fehler, dann auf keinen Fall diesen Fehler verbreiten. Warum nicht? Damit die anderen nicht auf die Idee kommen, das auch zu tun. Sondern man kann im Stillen diesem Menschen einen Ratschlag geben, Barakallahu fiik, hör mal zu, das geht nicht oder so. Oder wenn man im Allgemeinen redet, ohne einen Namen zu nennen. Es gibt Menschen, die rauchen. Möge Allah sie recht leiten. Rauchen ist haram. Aber du kannst nicht sagen, hör mal zu, ich habe den gesehen, der fängt an zu rauchen oder der hat Alkohol getrunken oder der ist mit irgendeiner Frau gegangen und so weiter und so fort. Sondern einen Menschen soll man nicht bloßstellen. Er sagt also, dies, wenn sie die Verbreitung und Bekanntmachung lieben, wie steht es dann um diejenigen, die Verbreitung und Bekanntmachung übernehmen? Sie tun es nicht als guten Rat, sondern als Befolgung des Iblis und als seine Vertreter. Das alles, damit sich die Menschen von ihm abwenden und keinen Nutzen von ihm haben. Doch die Sünden dieses Menschen selbst, wenn sie die Wolken des Himmels erreichen, sind bei Allah einfacher als ihre. Als wessen Sünden? Als denjenigen, der die Menschen bloßstellt. Subhanallah. Es gibt einige, die haben ein Hobby und die denken, das wäre fi sabilillah, dass sie über die Menschen reden. Riebe. Und da heißt es immer zu, der hat dies und der hat das und dies und das und dies und das. Und sie reden dann über die anderen Menschen und denken, das ist Amr bil Ma'ruf und Nahi anil Munkar. Ich gebiete ihr das Gute und verbiete das Schlechte, aber nicht indem ich lästere. Das Lästern ist haram. Und deswegen musst du deinen Bruder vor dieser Lästerei schützen, auch wenn er Fehler hat. Du kannst ihm gerne einen Ratschlag geben. Sagen, hör mal zu, du solltest dies nicht tun, aber nicht bloßstellen in der Öffentlichkeit. Doch die Sünden dieses Menschen, selbst wenn sie die Wolken des Himmels erreichten, sind bei Allah einfacher als ihre. Denn seine Sünden sind Ungerechtigkeit gegen sich selbst. Wenn er dafür um Vergebung bittet und sie bereut, wird Allah seine Reue annehmen und sie in Belohnung umwandeln. Doch ihre Sünden sind Ungerechtigkeit gegen den Gläubigen. Es ist das Verfolgen der Mängel und die Beabsichtigung, sie bloßzustellen. Doch Allah wartet auf sie. Ihm bleiben das Innere der Brüste und die Intrigen der Seele nicht verborgen. Möge Allah uns vor diesen Sünden bewahren.